Ich grüße euch miteinander. Hallo. Herzlich willkommen hier bei mir auf der Tour. Ja, ist es schon eine Weile her hier, dass ich die letzte Tour gestartet habe. Ja, es wurde jetzt mal höchste Zeit. Hab's ja gestern angekündigt, wie gesagt. Ich hätte es nicht damit gerechnet, dass so viel Schnee liegt hier oben. Es ist ja Wahnsinn, man kommt kaum voran. Also manchmal geht mir der Schnee bis an die Knie. Und ich bin nicht gerade klein, ja. Ja, soll ich sagen, ist alles ein bisschen schwierig jetzt. Muss jetzt halt erstmal gucken, wo gibt es hier Holz, ja. Hab mein Mini-Grill dabei und alles. Ne, wollt unbedingt was grillen heute. Ne. Ein bisschen heißen Tee machen. Ja, muss schon sagen, ja, das muss einfach sein. Ja, ich bin jetzt gerade hier noch ein bisschen am Schneeblatt drücken, dass ich heute Abend irgendwie einen Lagerplatz habe. Weil das hat jetzt irgendwie keinen Wert mehr, jetzt weiter zu marschieren. Ja, bei dem Ding, da kommst du nicht voran. Ne, ich habe jetzt echt für 5 Kilometer eine ganze Stunde gebraucht oder so. Oder beziehungsweise noch länger, ja. Jetzt haben wir 1 Uhr und um 9:30 bin ich im Schluchsee angekommen, bin echt noch nicht weit gekommen, ja. Ne, habe ich gedacht, dann kann ich ja gleich hier bleiben, kann mein Lager aufbauen. Jetzt habe ich noch genügend Tageslicht und wie man sieht, der Schnee wird wieder stärker. Ja, ja gut, dann wollen wir mal starten, ja, mit dem Lagerbau. Bis gleich. So, liebe Freunde, ich habe jetzt hier mein Tarp aufgebaut, na, mit diesem schönen Felsen da ringsrum schön abgespannt. Ja, da ist irgendwie, also man ist echt geschützt vor Wind, ja, und Schneeflocken, ja. Ja, ich habe jetzt unten als Bodenisolierung einmal eine, na, wie heißen sie, diese Schaumstoffrollen da. Wie heißen sie das Material? Keine Ahnung. Und die BW-Isomatte und bin jetzt gerade Probe gelegen. Schön angenehm, warm, isoliert gut. Ja, das reicht mir eigentlich, finde ich. Ja. Ja, hab das hinten an den Bäumen abgespannt. Da habe ich Trekkingstock genommen. Hier habe ich es am Baum abgespannt. Das Ganze, ja. Und jetzt finde ich, wird es mal Zeit für was Warmes zum Essen. Also bis gleich. Ja, ja. Ein sehr schöner so Muscheltopf von Erasco. Und dazu ein bisschen Uncle Ben's Reis. Ja, so Fertigreis, wo man noch kochen muss. Und dazu gibt es ein Mohnbrötchen. Na. Heieiei, das ist doch was Feins, oder nicht? Was braucht man mehr? Wie eine warme Mahlzeit bei so einem Wetter. Hey, es ist ganz schön schade geworden hier, ja. Mein Lager langsam aufgebaut hier mit Schlafsack und so weiter. Jetzt habe ich mal den Hobo angeschmissen und jetzt haue ich hier ein bisschen Rindfleisch drauf. So. Ja, mache jetzt gerade ein bisschen Glut hier, versuche ich hier ein bisschen zu machen. Dann habe ich hier den Grill, dann mache ich hier mir ein bisschen was zum Abendessen. Ja, ich will es mir halt einfach schön angenehm, gemütlich mache. Ja. Ja, jetzt
Jetzt wird es langsam kalt, frostig, frisch. Ja. Ja, werde jetzt was essen und dann werde ich mich langsam in den Schlafsack kuscheln. Auch wenn es erst 6 wird. Oder ja, jetzt haben wir 4:30. Bis ich gegessen habe, wird es wohl 6 sein. Ne? Ja, gucken wir mal. Es ist saukalt geworden. Es ist richtig schweinekalt geworden jetzt gerade. Ich weiß auch nicht. Ne? Also richtig. Also Tüß wäre kalt und zittern tue ich jetzt, ja. Obwohl, ich habe gut gegessen, ja. Jo. Ich bin so froh, dass ich jetzt meinen Schlafsack kann, ja. Habe jetzt hier eben wieder diesen von der britischen Armee, diesen Modular-Doppelschlafsack, ja. Der wird mich jetzt wohl schön warm durch die Nacht bringen. Die Isolierung ist auch okay. Ja. Das reicht mir. Jo. An dieser Stelle würde ich sagen, trinken wir noch einen. Ein schöner Schluck Wodka. Tut es gut. Es wird schön warm im Hals. Ja. Was soll ich sagen? Das ist meine erste richtige Winternacht, muss ich sagen. So richtig mit Eis und Schnee. Und ja, ich bin hier tiptop ausgerüstet, ja. Kann mir nichts passieren. Der Schlafsack wärmt schon richtig gut. Auch wenn man bloß drauf liegt. Ja, also da mache ich mir echt keine Sorgen. Ja, jetzt haben wir es, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? 18.10 Uhr. Genau wie ich es gesagt habe. So um 18 Uhr rum werde ich fertig sein mit Essen und allem. Ja. Hab jetzt mir so kleinere Steaks gemacht. Von der Rinderbrust war jetzt echt gut. Mit Reis noch. Habe ich noch so ein Uncle Ben's Reis gegessen. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, das war der Rest noch davon. Ja, und hier echt tiptop geschützt. Also diese Ecke hier ist echt gut. Schön mit dem großen Felsen hier, ja. Und dann mein Tarp, also da ist man echt windgeschützt und alles, ne? Also wirklich eine gute Ecke, was ich hier gefunden habe. Notgedrungen, ja. Ja, also Schnee ist halt, hier liegt gut 40 cm Schnee. Nicht an allen Stellen, aber ich bin schon kniehoch drin gesteckt, ja, vorhin. Jetzt habe ich hier alles platt getreten, ja, dass man hier gut laufen kann. Ich hoffe, ich muss heute Nacht nicht raus. Brrr. Ja. Bin ich müde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Ich habe geschlafen jetzt bis um 11 Uhr. Ich wollte einfach nicht mehr aus dem Schlafsack raus. Guckt euch mal das an. Nein, stehen gleich das Alkohol. Habe sie hier stehen gehabt die ganze Nacht. Ja, und dann war sie natürlich gefroren, das ist klar. Ja. Naja, macht ja nichts.
taut ja wieder auf und habe ja nicht voll gehabt. Von dem her kann da auch nichts passieren. Ja, ich koche jetzt mir gerade mal meinen Tee oder Kaffee. Wie ihr seht. Ja, und dann geht's wieder zurück zum Schluchsee runter und dann mit dem Zug heim. Ja, war jetzt halt ein kurzer Trip, klar, war ein Oberneid, wenn man es mal so sieht, ja. Aber ja, bin halt hier nicht weitergekommen wegen dem Schnee. Also der ist halt ziemlich hoch, schaut euch das mal an. Ja, soll ich sagen, ist halt Winter, ja, und hier oben sowieso viel mehr, ja, wie unten im Tal, ist klar. Aber das Winterliche hat auch was Schönes, es ist nicht nass. Meine Bascha hat mich trotzdem geschützt hier. Es sind halt jetzt ein bisschen so Schneegraubelflocken eher gesagt, weil das war schon ein bisschen grobkörniger, was heute Nacht runterkam. Aber nicht so viel. Ne? Und deswegen war das ganz okay für mich. Ja. Jo, jetzt frühstücke ich erst was und dann packe ich mal zusammen. Ja, ja. Hab mir jetzt so ein Schoko mit Keks Müsli gemacht. Mal schauen, wie das schmeckt. Ja, da hängt noch die Bratensoße von gestern Abend am Spork. Oh Mann. Aber so ein warmes Müsli ist halt schon was Geiles in so einem Wetter. Ne? Ah, das ist ein Traum. Das Müsli ist von Köln. Ich finde, die machen echt gute Sachen. Mal abgesehen von der Haferflocke, gell? Da nehmen sie sich nichts raus. Okay, ich esse mal fertig und dann sehen wir uns wieder, ja? Ja, ich sage jetzt an der Stelle schon mal Adi. Ja, das war jetzt ein interessante Übernachtung im Winter. So richtig mit viel Schnee und kalt und allem drum und dran. Ja, da merkt man schon, wie anstrengend eine Nacht sein kann. Wenn man bedenkt, man müsste das ständig machen, ja, das ist halt schon ein starkes Stück, ja. Da braucht man halt schon eine richtig gute Ausrüstung. Ich bin ganz froh, dass ich diese Heat 3 Handschuhe habe. Ja, an der Stelle sage ich Tschüss, macht's gut. Ja, wer jetzt noch neu auf dem Kanal ist, beziehungsweise neu auf meinen Kanal gestoßen ist, ja, der kann im Prinzip dort unten auf den Button Abonnieren klicken. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.